Nach dem Abverkauf zum Wochenauftakt erfolgte heute eine kleine Zwischenkonsolidierung. Nur eine Eintagsfliege? Damit hallo und herzlich willkommen zum Tagesausblick von tradingportal.net. Ja, die Indizes heute mit einer kleinen Zwischenkonsolidierung, aber sie hat etwas einen schwachen Charakter. Der DAX immer in der Zone unter 600er Bereich geblieben. Ausflüge so 700 wurden stets auf Stundenschlussbasis abverkauft. So konsolidierte er eigentlich den heftigen Abverkauf von gestern, wo es minus 4,4% nach unten ging. Doch sehr schwach ist die Zwischenerholung bereits beendet und werden nun interessante bzw. neue Wochenziele angelaufen, die wir gestern bereits besprochen haben. Das schauen wir uns gleich in den Chartbildern an. Zuvor noch ein paar kleine Grafiken. Es gab ja nicht viele Daten zu vermelden heute, daher auch ein paar allgemeine Daten mal zur globalen Verschuldung, denn da gibt es einen neuen Rekord, das Rekordjahr 2020. Verschuldung im Verhältnis zum BIP, also zum Wirtschaftsleistung, globalen Wirtschaftsleistung. Hier hat einen neuen Rekordstand 2020 erreicht, 250%. Hier auch zu sehen, die letzten Krisen, wo es immer ein Stückchen weiter nach oben, immer mehr Schulden, man braucht für immer weniger Wachstum, immer mehr Schulden und es geht so munter weiter. Die Grafik geht zurück bis ins Jahr 2000. Und wir gehen auch mal nach zur Verschuldung in den USA. Hatten wir auch ab und zu schon thematisiert. Die explodiert förmlich, die höchste Neuverschuldung seit dem Zweiten Weltkrieg erlebt die USA und möchte so gerne neue Stimulusprogramme noch auflegen. Die Verschuldungssumme zur Wirtschaftsleistung beträgt in diesem Jahr knapp 98%. Im Vorjahr waren es noch 79%. Ein gigantischer Anstieg. Allein ein Zinssatz von 2% würde bedeuten, dass das Budget der USA um 500 Milliarden Dollar zusätzlich belastet werden würde. Also man kann es sich einfach gar nicht erlauben, wieder irgendwelche steigenden Zinsen zu sehen. Jerome Powell hat nicht umsonst gesagt, bis 2023 mindestens, dann noch die dynamische Inflationsanpassung. Also man kann nicht mehr mit Zinserhöhungen rechnen. Es war einfach unmöglich bei diesem Schuldenstand. Blicken wir auch mal zu den US-Nebenwerten, Russell 2000. Auch da, ja, es ist eben das Jahr der Rekorde, wir thematisieren das häufiger. Auch da gibt es einen neuen Rekord. Noch nie waren so viele Unternehmen im Russell 2000 als US-Nebenwerten unprofitabel. Also die keinen Gewinne erzeugen, unprofitable Unternehmen. Hier auch zu sehen, einzelne Spikes zu den letzten Krisen, Finanzkrise, Dotcom-Bubble. Da gab es auch solche Hochpunkte, wo die Unternehmen unprofitabel waren, aber nie so hoch wie diesmal. Und danach folgten die heftigen Bärenmärkte, die zum Teil viele Jahre angedauert haben. Das haben wir aktuell nicht. Wir haben erst zwei Quartale gesehen. Die Frage ist, alles vorbei und die Kurse können immer weiter steigen, weil man scheint ja günstig bewertet zu sein, wenn man die Grafik sieht. Mit Augenzwinkern natürlich, oder kommt dann noch was nach? Also auch hier ein neuer Rekord, den wir gesehen haben. S&P 500, den hatten wir auch schon häufiger thematisiert, auch im Wochenausblick. Das ganz große Bild zeige ich ja dort immer das Muster, was wir seit den 90er Jahren haben und dass wir im vergangenen Monat, nee, in diesem Monat, beziehungsweise dem Monat, der nun endet, der nächsten Woche, einen wichtigen Widerstand angelaufen haben, wichtige, interessante Zielzone. Auch hier diese Grafik geht jetzt zurück seit 1980er Jahren. Auch hier ist dieser Bereich, den ich euch mehrfach angesprochen habe, eine wichtige Zone, wo wir nun abgeprallt sind. Also das übergeordnete Bild ist hier sehr gefährlich. Wir sehen zwar nur den Tageschart immer und immer die einzelnen Rücksätze am Tag und sagen, um Gottes Willen, was ist denn das? Aber im ganz großen Bild kann es auch sein, dass man hier vielleicht einen Gipfel ausbilden könnte im S&P 500, der uns ja lange beschäftigen könnte. Also das Bild könnt ihr gerne nochmal anschauen im Wochenausblick. Dort haben wir das genauer thematisiert und können es gerne zum nächsten Wochenausblick abermals thematisieren. Nun gut, wir gehen jetzt mal in die Chartzeilen. Ich schaue noch immer aktuell zum Kurs. Cetra-Handel, es wurde gerade beendet. Es gab es noch einen Abverkauf, fast auf Tagestief runter. Hier geht es weiter, ich verklicke mich jedes Mal. Wir blicken kurz zur Nasdaq. Läuft ja noch der Markt läuft noch eine ganze Weile. Gestern Test der Oberkante Trendkanal, war eine ganz wichtige Zielzone. Auf der Oberseite ist nun hier die Oberkante des kleinen fallenden Trends zu sehen.
könnte im Blickpunkt rücken bei knapp 11.200, morgen 11.200, unterhalb der 11.200 sogar. Oder kommt morgen wieder der Rücksetzer zur Unterkante und setzen wirklich diesen wichtigen Support abermals unter Druck, weil Nasdaq steht jetzt ein bisschen zwischen den Stühlen. Der hat seinen Support gestern nicht gebrochen, deswegen konnte er auch mit positiver Performance schließen. Der Dow Jones hat zum Beispiel aktives Verkaufssignal, kann er es negieren als Fehlausbruch. Und dann können sie zusammen wieder hochlaufen, denn getrennte Wege werden die beiden wahrscheinlich nicht so extrem, dass der Dow weiter nach unten marschiert und der Dow noch und der Nasdaq nach oben durchbricht. Aber diese Zone hier müsste im Auge behalten werden. 10.700, ganz wichtig in der Nasdaq, unterhalb ruft die 200-Tage-Linie. Oberhalb sind wirklich Rallyes möglich. Wenn wir hier aus diesem Trendkanal rausbrechen, dann wäre sogar die 11.600 schnell ein Ziel. Aber Vorsicht, hier gibt es eine Divergenz im US-Markt. Die sehen wir genau hier nochmal. Dow Jones zu sehen. Wir haben gestern diese SKS-Formation aktiviert. Im späten Handel konnte man sich wieder etwas hochkaufen, aber eben nicht zurück über die Nackenlinie laufen bei knapp 27.400. Und da muss man zurück, um das Fehlausbruchssignal letztendlich zu erzeugen. Aber auch heute unterhalb reingekommen, ist schon wieder ein Warnsignal. Und jetzt auch bleibt man schwach unterhalb der 27.400. Man müht sich ab, aber man muss rüber. Wenn man nicht rüberkommt, dann ist der Weg hier nach unten weiter geebnet über mehrere Zwischenschritte, die man verfolgen kann. Könnte natürlich hier noch eine Trendlinie einzeichnen, wo die nächsten Zonen dann angesteuert werden können. Machen wir einfach mal hier quasi live. Hier so einzeichnen könnte man eine weitere Trendlinie. Wenn man unterhalb von der Nackenlinie bleibt, dann wäre das unsere nächste Zone, wo wir hinsteuern könnten, vielleicht dann morgen Richtung 26,5, sofern man eben nicht über die 27,4 kommt. Das ist wichtig. Unterhalb der 27,4 steht das Verkaufssignal, was durchaus Kraft hat, übergeordnet dann bis zur 26.000er Marke, beziehungsweise sogar knapp darunter. Wir gehen weiter. Wir gehen weiter in den DAX-Wochenchart. Letztendlich ging der DAX raus bei plus 0,41% heute, aber nach minus 4,4 gestern ist das nur eine sehr dünne Erholung. Unsere aktuelle DAX-Wochenkerze, wir haben den Juni-Aufwärtstrend verloren. Gestern per Abwärtsgap runtergefallen, direkt zur nächsten Supportzone gelaufen, 94, 610. 610 haben wir heute noch gekämpft, aber haben es nicht wirklich gelöst vom 600er Bereich. Hat man heute auch im Morning Briefing thematisiert, dass es vielleicht schon Probleme geben kann im 600er Bereich. Und wir haben schon Probleme gesehen, haben es nicht gelöst. Es ist wirklich eine flache Konsolidierung. Aber oberhalb der 610 besteht noch die Chance, dass diese eben ausgedehnt wird. Mühsam, aber weiter ausgedehnt. 750 wäre dann eine nächste Marke. Darüber sogar die 850. Die Bullen müssen letztendlich den Weg zurückfinden über die 13,1. Ansonsten ist das Bild erstmal eingetrübt. Interessante Zielzone, habe ich ja gesagt. Nach dem Abverkauf wäre eigentlich das mittlere Bollinger Band, welches in dieser Woche bei 3,50 verläuft. Da verlaufen ja mehrere Unterstützungen. Wäre eine interessante Zone und könnte schnell in den Blickpunkt rücken, wenn wir unter die 4,90 fallen. Also 3,50 wichtige, interessante Zielzone. Nach dem gestrigen Verkaufssignal darunter beginnt die wichtige Zone 12.200 mit den ganzen großen Unterstützungen. Erst darunter könnte das übergeordnete Bild kippen. Wir gehen in den Tageschart hinein. Jede Kerze stellt nur einen Tag dar. Gestern der Abverkauf durch den per großen Abwärtsgap-Zone mittleres Bollinger Band und Trendlinie haben wir gerissen. Mustergültig eigentlich diese Bereiche, mittleres Bollinger Band oder im Trendlinie, ja, gerne bestätigen per Abwärts oder eben auch per Aufwärtsgap gerissen, gestern durchgefallen. Heute nun der Inside Day, weil wir stabil reingekommen sind. Stabil reingekommen hieß die 5,30, 39, der EMA 100 blau zu sehen, war die wichtige Zone. Oberhalb sollte eben die Spanne hier aktiv von 6,10, 6,35 Richtung 6,60, 700 haben wir erreicht. Und ja, das ist nun die ganze Zwischenkonsolidierung gewesen, wie wir sehen können. Der Schluss, Cetra-Schluss, erfolgte auf Tagestief. Wir sind zurückgefallen, pünktlich zum Cetra-Schluss, zur Schlussauktion auf Tagestiefsende gesehen bei 593. Und damit, ja, kann es gut sein, dass diese Zwischenerholung bereits beendet ist. Wie gesagt, eben im Wochenchart gesagt, die 610, 635 bleibt ein erster wichtiger Support. Oberhalb lebt die
lebt weiterhin die Chance, dass die Konsolidierung fortgesetzt werden kann. Diese Tageskerze sieht nicht sehr vertrauenserweckend aus, aber oberhalb wäre 610, 635, 700 aktiv und darüber die 750, falls man doch sogar rüberkommen würden, nicht favorisiert, wäre dann oder in weiteren Schritten dann die 850 zu nennen. Insbesondere, wenn wir wirklich hochgezogen werden und morgen oberhalb 700 reinkommen, wäre diese Tageskerze negiert. Aber müssen wir eben oberhalb 700 reinkommen, könnte schwierig werden. Werden wir im Morning Briefing morgen früh gerne diskutieren. Diese Tageskerze deutet aber eher an, dass hier der EMA 100 wieder im Fokus stehen dürfte bei 5,39. Unterhalb der 6,10 wäre die 5,39 dann auch ein erster Cluster, den man sehen kann, mit den Pfeilen immer markiert. Unterhalb der 5,39 kann das wichtige Wochenziel angesteuert werden. Über die 4,90, da kommt ja schon hochgelaufen zur 400. Der GD 100 in Form vom SM 100 bei 4,5. Darunter die fallende Trendlinie, die ich euch eben schon gezeigt habe, knapp 3,50. 3,50 war auch das mittlere Bollinger Band im Wochenchart. Also es wäre eine interessante Zone, wo wir dann reinlaufen könnten. Und diese Tür wäre sehr weit offen, wenn wir den EMA 100 nehmen würden. Im Ideal sogar per Abwärtsgap, aber fraglich, ob diese Dynamik heute noch aufkommen kann. Unterhalb 94 Richtung 405. So 3,50 wäre offen. Darunter folgt auch schon der EMA 200 bei 315. Sei auch noch erwähnt. Ich fasse da kurz zusammen. Der DAX gestern mit Verkaufssignal, Abverkaufskerze, heute kleiner Inside-D, aber schwache Konsolidierung. Oberhalb der 6,10, 6,35 lebt die Chance, die Konsolidierung fortzuführen über die 700 zur 7,50. Darüber kann man hochschließen, kann im Anschluss in den nächsten Tagen auch die 8,50 angesteuert werden. Aber die Tageskerze sagt ein Vorsicht, das könnte eher Test EMA 100 bevorstehen. Unterhalb der 6,10 wäre eben der EMA 100 bei 5,39 das Ziel. Wenn der EMA 100 bricht, geht es über die 4,90 zur 4,5 Richtung 3,50 weiter, darunter 3,15. Und habe ich noch eine Grafik? Ich glaube, ich habe ja noch, genau, ich habe hier noch den Stundenchart. Das ist unsere Konsolidierung, die wir gesehen haben. Wirklich eine sehr schwache Konsolidierung. Jede Kerze eine Stunde. Hier ist die fallende Trendlinie, die ein schönes Ziel darstellen würde. Falls mal rausbrechen, hier ist die 5,39, wäre wirklich der Weg gut geebnet Richtung 3,50. Nun gut, das soll es eigentlich auch schon gewesen sein für den kurzen Tagesausblick. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Gerne können wir im Trading-Chat über eure Sichtweise diskutieren. Tagesschluss wird heute interessant. Wie gesagt, Dow Jones 27.400 ist ein bisschen die Zone, wo sich der weitere Verlauf entscheiden wird. Divergenz zur Nasdaq auffällig, aber Zetra-Handel wirklich Schluss auf Tagestief deutet schon an, dass die Konsolidierung beendet sein kann. Morgen früh, kurz vor 9 Uhr, kurz vor Zetra-Eröffnung, gibt es wieder das Morning Briefing. Ihr seid gerne eingeladen, vorbeizuschauen. Bis dahin und euch noch einen schönen Abend. Ciao.